backcourt pass. Somehow got that through. That was nice. DiVincenzo to float it up and in! He beat the buzzer! Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute zu einem kleinen Grundkurs, was das Dribbeln betrifft, weil ich habe gemerkt, dass einige immer noch nicht so wirklich wissen, und es gibt natürlich immer auch Anfänger, die dazukommen, neu Basketball lernen, und in der NBA ist es nicht wirklich das Beste, um sich Dribblings anzuschauen, um zu gucken, ob das legal ist oder nicht, weil in der NBA wird so viel nicht gepfiffen, was beim europäischen Basketball zum Beispiel sofort gepfiffen wird. Carry zum Beispiel, also die NBA ist in der Hinsicht um einiges schlampiger und lässt viel mehr durchgehen als wir in Europa, was in der einen Hinsicht schon auch cooler ist, weil so wird das Spiel auch nicht unterbrochen, wie ich finde, weil das ist auch immer so ein Ding, man kann Basketball wirklich kaputt pfeifen, indem man sehr kleinlich ist. Und ich als Streetballer natürlich gucke da sowieso nicht drauf, aber das finde ich, die Grundbasics muss man als Baller einfach wissen. Du musst die Grundbasics kennen, die Gesetze, die Regeln, um sie dann auch genau brechen zu können. Wisst ihr, wo ich drauf will? Das ist ein bisschen deep, ne? Aber okay, es ging um diese Aktion letztens, Warriors gegen Kings, NBA Playoffs, also ein wichtiges Spiel, war auch eine wichtige Situation eigentlich, ein wichtiger Punkt. Er dribbelt, macht einen kleinen Stepback und nimmt ihn so rüber und dribbelt so weiter. Alleine das. Du darfst nicht dribbeln, ihn hier rübernehmen und dann weiter dribbeln. Das hier. Um das ging es. Das hat er nämlich gemacht. Das hat er gemacht bei diesem Stepback. Das darfst du nicht. Das ist ein Travel, das ist Carry, das ist, was nennt man das überhaupt? Es ist auf jeden Fall nicht regelrecht. So darfst du nicht dribbeln. Du darfst ja auch nicht aus dem Dribbeln den Ball in beide Hände nehmen und weiter dribbeln. Das ist der Anfängerfehler schlechthin. So, oh ja, hey, cool. Das ist, darfst du nicht. Und das darfst du natürlich auch nicht. Das ist natürlich, und einer hat nämlich gesagt, er hat ihn ja nicht in beide Hände. Hey, das musst du nicht. Das musst du nicht. Das ist alleine schon, das darfst du nicht. Das, oder hier sehen. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Das muss aber eigentlich auch jeder wissen. Natürlich als Schiedsrichter. Hey, Schiedsrichter haben einen unglaublich schweren Job. Die möchte ich immer verteidigen. Wenn ich mir überlege, möchte ich mal Schiedsrichter sein, möchte ich nicht. Nein, Mann. Vor allem, wenn man die Replay-Funktion nicht hat, wenn es auf normale Geschwindigkeit abgeht. Es ist ja auch ein kleines Feedback-Kompliment für denjenigen, der diesen Move macht. Und der Schiedsrichter merkt es nicht. Ne? Wenn du das wirklich so schnell machst und der Schiedsrichter pfeift es nicht, dann ist er Move. Ne? Er wollte ein Hesitation machen, sag ich. Er wollte unfaken, ne, irgendwie, und hat ihn dann, ich weiß nicht, was er vorhatte, genau, ob das geplant war, Dribbling. Wenn du ein richtig guter Dribbler, finde ich, ist ja auch Freestyle. Ne? Du gehst auf deinen Verteidiger drauf ein, du guckst, machst jetzt hier ein Hesitation. Ne? Aber das war genau diese Bewegung. Ne? Du machst den Hesi. Genau das ist, du darfst so nicht dribbeln. Du darfst in der Luft nicht mehrere Handkontakte mit dem Ball haben und dann weiter dribbeln. Er darf einfach nur normal gedribbelt werden. Alleine Carry, ne, das Schaufeln, die Handfläche, sage ich auch immer wieder, darf nicht unter dem Ball. Du darfst ja auch nicht so dribbeln. Ne, das ist ja auch, viele dribbeln so. Luka Doncic, wie geht der so oft in den Post? Auch nicht erlaubt. Das sind so Kleinigkeiten, die man aber wissen muss. Das sind Basics. Verstehst du? Und bei diesem Ding, diesen Move, den er gemacht hat, klar, man hat nicht immer eine Zeitlupe, auch nicht als Schiri, aber du hast halt echt gleich gemerkt, okay, irgendwas ist doch hier bei dieser Bewegung, da gehen bei dir halt einfach die Alarmglocken los, als wenn du ein richtiger Baller bist, da weißt du, okay, was hat er jetzt gemacht? Das kann nicht sein. Er kann den Ball nicht mit rechts hochführen, auf links und mit links dribbeln. Da ist auf jeden Fall schon ein Schrittfehler. Das siehst du, so schnell kannst du gar nicht sein. Das ist einfach, wie weißt du? Es gibt echt verrückte Sachen in der NBA. Ich will es die NBA nicht schlecht machen, einfach nur so ein bisschen drüber unterhalten. Ein bisschen Real Talk. Wie gesagt, die Basics sind wichtig, wenn du Basketball spielen anfängst. Geh in den Verein, such dir einen Schiri, der das auf höherem Level macht oder sonst irgendwas. Guck mal, was der dazu sagt. Und ich bin gespannt, es hat wirklich bei TikTok, bin ich auch auf Start, Mr. Mike Production, hat jemand gesagt, nein, es ist kein Doppel, es ist kein Travel, weil er hat ja den Ball nicht in zwei Händen, nein, er hat den Ballkontakt nicht in der Luft. Also er hat das nicht wahrgenommen, ne, dieses Dribbling. Ne? Das ist für ihn kein Schrittfehler. Und das ist es. Auf das möchte ich hinaus. Das ist wirklich
Travel, Doppeldribbling ohne Ende, das ist, also, da, geht's, da gibt es keinen Weg vorbei, oder? Feedback dazu würde mich interessieren, wer das anders sieht. Wenn du das wirklich anders siehst, da würde ich halt, da wette ich halt alles drauf, dass das nicht regelrecht ist. Aber eure Meinung ist gefragt, haut raus, würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mr. 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 Mike, Mike.